Abschnitt 6 von Der Antichrist von Friedrich Nietzsche. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 50. Ich erlasse mir an dieser Stelle eine Psychologie des Glaubens, der Gläubigen nicht. Zum Nutzen, wie billig, gerade der Gläubigen. Wenn es heute noch an solchen nicht fehlt, die es nicht wissen, inwiefern es unanständig ist, gläubig zu sein oder ein Abzeichen von der Décadence, von gebrochenem Willen zum Leben, morgen schon werden sie es wissen. Meine Stimme erreicht auch die Harthörigen. Es scheint, wenn anders ich mich nicht verhört habe, dass es unter Christen eine Art Kriterium der Wahrheit gibt, das man den Beweis der Kraft nennt. Der Glaube macht selig, also ist er wahr. Man dürfte hier zunächst einwenden, dass gerade das Seligmachen nicht bewiesen, sondern nur versprochen ist. Die Seligkeit an die Bedingung des Glaubens geknüpft. Man soll selig werden, weil man glaubt, aber das tatsächlich eintritt, was der Priester dem Gläubigen für das jeder Kontrolle unzugängliche Jenseits verspricht, womit bewiese sich das? Der angebliche Beweis der Kraft ist also im Grunde wieder nur ein Glaube daran, dass die Wirkung nicht ausbleibt, welche man sich vom Glauben verspricht. In Formel, ich glaube, dass der Glaube selig macht, folglich ist er wahr. Aber damit sind wir schon am Ende. Dies folglich wäre das Absurdum selbst als Kriterium der Wahrheit. Setzen wir aber mit einiger Nachgiebigkeit, dass das Seligmachen durch den Glauben bewiesen sei, nicht nur gewünscht, nicht nur durch den etwas verdächtigen Mund eines Priesters versprochen, wäre Seligkeit, technischer geredet Lust, jemals ein Beweis der Wahrheit? So wenig, dass es beinahe den Gegenbeweis, jedenfalls den höchsten Argwohn gegen Wahrheit abgibt, wenn Lustempfindungen über die Frage, was ist wahr, mitreden. Der Beweis der Lust ist ein Beweis für Lust, nichts mehr. Woher um alles in der Welt stünde es fest, dass gerade wahre Urteile mehr Vergnügen machten als falsche und gemäß einer prästabilierten Harmonie angenehme Gefühle mit Notwendigkeit hinter sich dreinzögen? Die Erfahrung aller strengen, aller tief gearteten Geister lehrt das Umgekehrte. Man hat jeden Schritt breit Wahrheit sich abringen müssen, man hat fast alles dagegen preisgeben müssen, woran sonst das Herz, woran unsere Liebe, unser Vertrauen zum Leben hängt. Es bedarf Größe der Seele dazu. Der Dienst der Wahrheit ist der härteste Dienst. Was heißt denn rechtschaffen sein in geistigen Dingen? Dass man streng gegen sein Herz ist, dass man die schönen Gefühle verachtet, dass man sich aus jedem Ja und Nein ein Gewissen macht. Der Glaube macht selig, folglich lügt er. 51. Dass der Glaube unter Umständen selig macht, dass Seligkeit aus einer fixen Idee noch nicht eine wahre Idee macht, dass der Glaube keine Berge versetzt, wohl aber Berge hinsetzt, wo es keine gibt. Ein flüchtiger Gang durch ein Irrenhaus klärt zur Genüge darüber auf. Nicht freilich ein Priester, denn der leugnet aus Instinkt, dass Krankheit Krankheit, dass Irrenhaus Irrenhaus ist. Das Christentum hat die Krankheit nötig, ungefähr wie das Griechentum einen Überschuss von Gesundheit nötig hat. Krank machen ist die eigentliche Hinterabsicht des ganzen Heilprozedurensystems der Kirche. Und die Kirche selbst? Ist sie nicht das katholische Irrenhaus als letztes Ideal? Die Erde überhaupt als Irrenhaus? Der religiöse Mensch, wie ihn die Kirche will, ist ein typischer Dekadent. Der Zeitpunkt, wo eine religiöse Krise über ein Volk Herr wird, ist jedes Mal durch Nervenepidemien gekennzeichnet. Die innere Welt des religiösen Menschen sieht der inneren Welt der Überreizten und Erschöpften zum Verwechseln ähnlich. Die höchsten Zustände, welche das Christentum als Wert aller Werte über der Menschheit aufgehängt hat, sind epileptoide Formen. Die Kirche hat nur Verrückte oder große Betrüger in Majorem Dei Honorem heilig gesprochen. Ich habe mir einmal erlaubt, den ganzen christlichen Buß- und Erlösungstraining, den man heute am besten in England studiert, als eine methodisch erzeugte Folie circulaire zu bezeichnen. Wie billig! Auf einem bereits dazu vorbereiteten, das heißt gründlich morbiden Boden. Es steht niemandem frei, Christ zu werden. Man wird zum Christentum nicht bekehrt. Man muss krank genug dazu sein. Wir anderen, die wir den Mut zur Gesundheit und auch zur Verachtung haben, wir dürfen eine Religion verachten, die den Leib missverstehen lehrte, die den Seelen-Aberglauben nicht loswerden will.
die aus der unzureichenden Ernährung ein Verdienst macht, die in der Gesundheit eine Art Feind, Teufel, Versuchung bekämpft, die sich einredet, man könne eine vollkommene Seele in einem Kadaver von Leib herumtragen und dazu nötig hatte, einen neuen Begriff der Vollkommenheit sich zurechtzumachen, ein bleiches, krankhaftes, idiotisch-schwärmerisches Wesen, die sogenannte Heiligkeit. Heiligkeit selbst bloß eine Symptomenreihe des verarmten, entnervten, unheilbar verdorbenen Leibes. Die christliche Bewegung als eine europäische Bewegung ist von vornherein eine Gesamtbewegung der Ausschuss- und Abfallselemente aller Art. Diese wollen mit dem Christentum zur Macht. Sie drückt nicht den Niedergang einer Rasse aus, sie ist eine Aggregatbildung sich zusammendrängender und sich suchender Dekadenzformen von überall. Es ist nicht, wie man glaubt, die Korruption des Altertums selbst, des vornehmen Altertums, was das Christentum ermöglichte. Man kann dem gelehrten Idiotismus, der auch heute noch so etwas aufrecht erhält, nicht hart genug widersprechen. In der Zeit, wo die kranken verdorbenen Chandala-Schichten im ganzen Imperium sich christianisierten, war gerade der Gegentypus, die Vornehmheit, in ihrer schönsten und reifsten Gestalt vorhanden. Die große Zahl wurde Herr. Der Demokratismus der christlichen Instinkte siegte. Das Christentum war nicht national, nicht rassebedingt. Es wendete sich an jede Art von Enterbung des Lebens. Es hatte seine Verbündeten überall. Das Christentum hat die Rancune der Kranken auf dem Grunde, den Instinkt gegen die Gesunden, gegen die Gesundheit gerichtet. Alles Wohlgeratene, Stolze, Übermütige, die Schönheit vor allem tut ihm in den Ohren und Augen weh. Nochmals erinnere ich an das unschätzbare Wort des Paulus, was schwach ist vor der Welt, was töricht ist vor der Welt, das Unedle und Verachtete vor der Welt hat Gott erwählet. Das war die Formel. In hoc signo siegte die Décadence. Gott am Kreuze. Versteht man immer noch die furchtbare Hintergedanklichkeit dieses Symbols nicht? Alles, was leidet, alles, was am Kreuze hängt, ist göttlich. Wir alle hängen am Kreuze, folglich sind wir göttlich. Wir allein sind göttlich. Das Christentum war ein Sieg. Eine vornehmere Gesinnung ging an ihm zugrunde. Das Christentum war bisher das größte Unglück der Menschheit. 52. Das Christentum steht auch im Gegensatz zu aller geistigen Wohlgeratenheit. Es kann nur die kranke Vernunft als christliche Vernunft brauchen. Es nimmt die Partei alles Idiotischen. Es spricht den Fluch aus gegen den Geist, gegen die Superbia des gesunden Geistes. Weil die Krankheit zum Wesen des Christentums gehört, muss auch der typisch christliche Zustand, der Glaube, eine Krankheitsform sein, müssen alle geraden, rechtschaffenen, wissenschaftlichen Wege zur Erkenntnis von der Kirche als verbotene Wege abgelehnt werden. Der Zweifel bereits ist eine Sünde. Der vollkommene Mangel an psychologischer Reinlichkeit beim Priester, im Blick sich verratend, ist eine Folgeerkrankung der Décadence. Man hat die hysterischen Frauenzimmer, andererseits rachitisch angelegter Kinder, daraufhin zu beobachten, wie regelmäßig Falschheit aus Instinkt, Lust zu lügen, um zu lügen, Unfähigkeit zu geraden Blicken und Schritten den Ausdruck von Décadence ist. Glaube heißt nicht wissen wollen, was wahr ist. Der Pietist, der Priester beiderlei Geschlechts, ist falsch, weil er krank ist. Sein Instinkt verlangt, dass die Wahrheit an keinem Punkt zurechte kommt. Was krank macht, ist gut. Was aus der Fülle, aus dem Überfluss, aus der Macht kommt, ist böse, so empfindet der Gläubige. Die Unfreiheit zur Lüge, daran errate ich jeden vorherbestimmten Theologen. Ein anderes Abzeichen des Theologen ist sein Unvermögen zur Philologie. Unter Philologen soll hier in einem sehr allgemeinen Sinne die Kunst gut zu lesen verstanden werden, Tatsachen ablesen können, ohne sie durch Interpretation zu fälschen, ohne im Verlangen nach Verständnis die Vorsicht, die Geduld, die Feinheit zu verlieren. Philologie als Ephexis in der Interpretation. Handle es sich nun um Bücher, um Zeitungsneuigkeiten, um Schicksale oder Wettertatsachen. Nicht zu reden vom Heil der Seele. Die Art, wie ein Theolog, gleichgültig ob in Berlin oder in Rom, ein Schriftwort auslegt oder ein Erlebnis, einen Sieg des vaterländischen Heers zum Beispiel unter der höheren Beleuchtung der Psalm Davids, ist immer dergestalt kühn, dass ein Philolog dabei an allen Wänden emporläuft. Und was soll er gar anfangen, wenn Pietisten und andere Kühe aus dem Schwabenlande den armseligen Alltag und Stubenrauch ihres Daseins mit dem Finger Gottes zu einem Wunder von Gnade, von Vorsehung, von Heilserfahrung zurechtmachen?
Der bescheidenste Aufwand von Geist, um nicht sagen von Anstand, musste diese Interpretation doch dazu bringen, sich des vollkommen kindischen und unwürdigen eines solchen Missbrauchs der göttlichen Fingerfertigkeit zu überführen. Mit einem noch so kleinen Maße von Frömmigkeit im Leibe sollte uns ein Gott, der zur rechten Zeit vom Schnupfen kuriert oder der uns in einem Augenblick in die Kutsche steigen heißt, wo gerade ein großer Regen losbricht, ein so absurder Gott sein, dass man ihn abschaffen müsste, selbst wenn er existierte. Ein Gott als Dienstbote, als Briefträger, als Kalendermann, im Grunde ein Wort für die dümmste Art aller Zufälle. Die göttliche Vorsehung, wie sie heute noch ungefähr jeder dritte Mensch im gebildeten Deutschland glaubt, wäre ein Einwand gegen Gott, wie er stärker gar nicht gedacht werden konnte. Und in jedem Fall ist er ein Einwand gegen Deutsche. 53. Dass Märtyrer etwas über die Wahrheit einer Sache beweisen, ist so wenig wahr, dass ich leugnen möchte, es habe je ein Märtyrer überhaupt etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt. In dem Tone, mit dem ein Märtyrer sein Fürwahrhalten der Welt an den Kopf wirft, drückt sich bereits ein so niedriger Grad intellektueller Rechtschaffenheit, eine solche Stumpfheit für die Frage Wahrheit aus, dass man einen Märtyrer nie zu widerlegen braucht. Die Wahrheit ist nichts, was einer hätte und ein anderer nicht hätte. So können höchstens Bauern oder Bauernapostel nach Art Luthers über die Wahrheit denken. Man darf sicher sein, dass je nach dem Grade der Gewissenhaftigkeit in Dingen des Geistes die Bescheidenheit, die Bescheidung in diesem Punkte immer größer wird. In 5 Sachen wissen und mit zarter Hand es ablehnen, sonst zu wissen. Wahrheit, wie das Wort jeder Prophet, jeder Sektierer, jeder Freigeist, jeder Sozialist, jeder Kirchenmann versteht, ist ein vollkommener Beweis dafür, dass auch noch nicht einmal der Anfang mit jener Zucht des Geistes und Selbstüberwindung gemacht ist, die zum Finden irgendeiner kleinen, noch so kleinen Wahrheit Not tut. Die Märtyrertode, anbeigesagt, sind ein großes Unglück in der Geschichte gewesen. Sie verführten. Der Schluss aller Idioten, Weiber und Volk eingerechnet? Dass es mit einer Sache, für die jemand in den Tod geht oder die gar, wie das erste Christentum, todsündige Epidemien erzeugt, etwas auf sich habe. Dieser Schluss ist der Prüfung, dem Geist der Prüfung und Vorsicht, unsäglich zum Hemmschuh geworden. Die Märtyrer schadeten der Wahrheit. Auch heute noch bedarf es nur einer Krudität der Verfolgung, um einer an sich noch so gleichgültigen Sektiererei einen ehrenhaften Namen zu schaffen. Wie? Ändert es am Werte einer Sache etwas, dass jemand für sie sein Leben lässt? Ein Irrtum, der ehrenhaft wird, ist ein Irrtum, der einen Verführungsreiz mehr besitzt. Glaubt ihr, dass wir euch Anlass geben würden, ihr Herrn Theologen, für eure Lüge die Märtyrer zu machen? Man widerlegt eine Sache, indem man sie achtungsvoll aufs Eis legt. Ebenso widerlegt man auch Theologen. Gerade das war die welthistorische Dummheit aller Verfolger, dass sie der gegnerischen Sache den Anschein des Ehrenhaften gaben, dass sie ihr die Faszination des Martyriums zum Geschenk machten. Das Weib liegt heute noch auf den Knien vor einem Irrtum, weil man ihm gesagt hat, dass jemand dafür am Kreuze starb. Ist denn das Kreuz ein Argument? Aber über alle diese Dinge hat einer allein das Wort gesagt, das man seit Jahrtausenden nötig gehabt hätte. Zarathustra. Blutzeichen schrieben sie auf den Weg, den sie gingen, und ihre Torheit lehrte, dass man mit Blut Wahrheit beweise. Aber Blut ist der schlechteste Zeuge der Wahrheit. Blut vergiftet die reinste Lehre noch zu Wahn und Hass der Herzen. Und wenn einer durchs Feuer ginge für seine Lehre, was beweist dies? Mehr ist's wahrlich, dass aus eigenem Brande die eigene Lehre kommt. Band 6, Seite 134. 54. Man lasse sich nicht irreführen. Große Geister sind Skeptiker. Zarathustra ist ein Skeptiker. Die Stärke, die Freiheit aus der Kraft und Überkraft des Geistes beweist sich durch Skepsis. Menschen der Überzeugung kommen für alles Grundsätzliche von Wert und Unwert gar nicht in Betracht. Überzeugungen sind Gefängnisse. Das sieht man nicht weit genug. Das sieht man nicht unter sich, aber um über Wert und Unwert mitreden zu dürfen, muss man 500 Überzeugungen unter sich sehen, hinter sich sehen. Ein Geist, der Großes will, der auch die Mittel dazu will, ist mit Notwendigkeit Skeptiker. Die Freiheit von jeder Art Überzeugungen gehört zur Stärke, das frei blicken können. Die große Leidenschaft, der Grund und die Macht seines Seins, noch aufgeklärter, noch despotischer als er selbst es ist,
nimmt seinen ganzen Intellekt in Dienst. Sie macht unbedenklich. Sie gibt ihm Mut sogar zu unheiligen Mitteln. Sie gönnt ihm unter Umständen Überzeugungen. Die Überzeugung als Mittel. Vieles erreicht man nur mittels einer Überzeugung. Die große Leidenschaft braucht verbraucht Überzeugungen. Sie unterwirft sich ihnen nicht. Sie weiß sich souverän. Umgekehrt das Bedürfnis nach Glauben, nach irgendetwas Unbedingtem von Ja und Nein. Der Kalilismus, wenn man mir dies Wort nachsehen will, ist ein Bedürfnis der Schwäche. Der Mensch des Glaubens, der Gläubige jeder Art, ist notwendig ein abhängiger Mensch, ein solcher, der sich nicht als Zweck, der von sich aus überhaupt nicht Zwecke ansetzen kann. Der Gläubige gehört sich nicht, er kann nur Mittel sein, er muss verbraucht werden, er hat jemand nötig, der ihn verbraucht. Sein Instinkt gibt einer Moral der Entselbstung die höchste Ehre. Zu ihr überredet ihn alles, seine Klugheit, seine Erfahrung, seine Eitelkeit. Jede Art Glaube ist selbst ein Ausdruck von Entselbstung, von Selbstentfremdung. Erweckt man, wie notwendig den allermeisten ein Regulativ ist, das sie von außen her bindet und festmacht, wie der Zwang, in einem höheren Sinn die Sklaverei, die einzige und letzte Bedingung ist, unter der der willensschwächere Mensch, zumal das Weib, gedeiht. So versteht man auch die Überzeugung, den Glauben. Der Mensch der Überzeugung hat in ihr sein Rückgrat. Viele Dinge nicht sehen, in keinem Punkte unbefangen sein, Partei sein, durch und durch, eine strenge und notwendige Optik in allen Werten haben, das allein bedingt ist, dass eine solche Art Mensch überhaupt besteht, aber damit ist sie der Gegensatz, der Antagonist des Wahrhaftigen, der Wahrheit. Dem Gläubigen steht es nicht frei, für die Frage wahr und unwahr überhaupt ein Gewissen zu haben. Rechtschaffen sein an dieser Stelle wäre sofort sein Untergang. Die pathologische Bedingtheit seiner Optik macht aus dem Überzeugten den Fanatiker. Savonarola, Luther, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon, den Gegensatztypus des starken, des frei gewordenen Geistes. Aber die große Attitüde dieser kranken Geister, dieser Epileptiker des Begriffs, wirkt auf die große Masse. Die Fanatiker sind pittoresk, die Menschheit sieht Gebärden lieber, als dass sie Gründe hört. 55. Einen Schritt weiter in der Psychologie der Überzeugung des Glaubens. Es ist schon lange von mir zur Erwägung anheimgegeben worden, ob nicht die Überzeugungen gefährlichere Feinde der Wahrheit sind als die Lügen. Menschliches allzu Menschliches, Band 1, Aphorismus 483. Diesmal möchte ich die entscheidende Frage tun. Besteht zwischen Lüge und Überzeugung überhaupt ein Gegensatz? Alle Welt glaubt es, aber was glaubt nicht alle Welt? Eine jede Überzeugung hat ihre Geschichte, ihre Versonnenen, ihre Tentativen und Fehlgriffe. Sie wird Überzeugung, nachdem sie es lange nicht ist, nachdem sie es noch lange kaum ist. Wie könnte unter diesen Embryonalformen der Überzeugung nicht auch die Lüge sein? Mitunter bedarf es bloß eines Personenwechsels. Im Sohn wird Überzeugung, was im Vater noch Lüge war. Ich nenne Lüge etwas nicht sehen wollen, das man sieht, etwas nicht so sehen wollen, wie man es sieht. Ob die Lüge vor Zeugen oder ohne Zeugen statt hat, kommt nicht in Betracht. Die gewöhnlichste Lüge ist die, mit der man sich selbst belügt. Das Belügen anderer ist relativ der Ausnahmefall. Nun ist dies nicht sehen wollen, was man sieht, dies nicht so sehen wollen, wie man es sieht, beinahe die erste Bedingung für alle, die Partei sind, in irgendwelchem Sinne. Der Parteimensch wird mit Notwendigkeit Lügner. Die deutsche Geschichtsschreibung zum Beispiel ist überzeugt, dass Rom der Despotismus war, dass die Germanen den Geist der Freiheit in die Welt gebracht haben. Welcher Unterschied ist zwischen dieser Überzeugung und einer Lüge? Darf man sich noch darüber wundern, wenn aus Instinkt alle Parteien, auch die deutschen Historiker, die großen Worte der Moral im Munde haben, dass die Moral beinahe dadurch fortbesteht, dass der Parteimensch jeder Art, jeden Augenblick sie nötig hat? Dies ist unsere Überzeugung. Wir bekennen sie vor aller Welt, wir leben und sterben für sie. Respekt vor allem, was Überzeugung hat. Dergleichen habe ich sogar aus dem Mund von Antisemiten gehört. Im Gegenteil, meine Herren, ein Antisemit wird dadurch durchaus nicht anständiger, dass er aus Grundsatz lügt. Die Priester, die in solchen Dingen seiner sind und den Einwand sehr gut verstehen, der im Begriff einer Überzeugung, das heißt einer grundsätzlichen, weil zweckdienlichen Verlogenheit liegt,
haben von den Juden her die Klugheit überkommen, an dieser Stelle den Begriff Gott, Wille Gottes, Offenbarung Gottes einzuschieben. Auch Kant mit seinem kategorischen Imperativ war auf dem gleichen Wege. Seine Vernunft wurde hierin praktisch. Es gibt Fragen, wo über Wahrheit und Unwahrheit dem Menschen die Entscheidung nicht zusteht. Alle obersten Fragen, alle obersten Werteprobleme sind jenseits der menschlichen Vernunft. Die Grenzen der Vernunft begreifen, das erst ist wahrhaft Philosophie. Wozu gab Gott dem Menschen die Offenbarung? Würde Gott etwas Überflüssiges getan haben? Der Mensch kann von sich nicht selber wissen, was gut und böse ist. Darum lehrt ihn Gott seinen Willen. Moral. Der Priester lügt nicht. Die Frage wahr oder unwahr gibt es nicht in solchen Dingen, von denen Priester reden. Diese Dinge erlauben gar nicht zu lügen. Denn um zu lügen, müsste man entscheiden können, was hier wahr ist, aber das kann eben der Mensch nicht. Der Priester ist damit nur das Mundstück Gottes. Ein solcher Priester, Syllogismus, ist durchaus nicht bloß jüdisch und christlich. Das Recht zur Lüge und die Klugheit der Offenbarung gehört dem Typus Priester an. Den Dekadenzpriestern so gut als den Heidentumspriestern. Heiden sind alle, die zum Leben Ja sagen, denen Gott das Wort für das große Ja zu allen Dingen ist. Das Gesetz, der Wille Gottes, das heilige Buch, die Inspiration, alles nur Worte für die Bedingungen, unter denen der Priester zur Macht kommt, mit denen er seine Macht aufrecht erhält. Diese Begriffe finden sich auf dem Grunde aller Priesterorganisationen, aller priesterlichen oder philosophisch-priesterlichen Herrschaftsgebilde. Die heilige Lüge, dem Konfuzius, dem Gesetzbuch des Manu, dem Mohammed, der christlichen Kirche gemeinsam. Sie fehlt nicht bei Plato. Die Wahrheit ist da. Dies bedeutet, wo nur es laut wird, der Priester lügt. 56. Zuletzt kommt es darauf an, zu welchem Zweck gelogen wird. Dass im Christentum die heiligen Zwecke fehlen, ist mein Einwand gegen seine Mittel. Nur schlechte Zwecke, Vergiftung, Verleumdung, Verneinung des Lebens, die Verachtung des Leibes, die Herabwürdigung und Selbstschändung des Menschen durch den Begriff Sünde. Folglich sind auch seine Mittel schlecht. Ich lese mit einem entgegengesetzten Gefühle das Gesetzbuch des Manu, ein unvergleichlich geistiges und überlegenes Werk, das mit der Bibel auch nur in einem Atem nennen, eine Sünde wider den Geist wäre. Man errät sofort, es hat eine wirkliche Philosophie hinter sich, in sich, nicht bloß ein übelriechendes Judain von Rabbinismus und Aberglauben. Es gibt selbst dem gewöhntesten Psychologen etwas zu beißen. Nicht die Hauptsache zu vergessen, der Grundunterschied von jeder Art von Bibel. Die vornehmen Stände, die Philosophen und Krieger halten mit ihm ihre Hand über der Menge. Vornehme Werte überall, ein Vollkommenheitsgefühl, ein Ja-Sagen zum Leben, ein triumphierendes Wohlgefühl an sich und am Leben. Die Sonne liegt auf dem ganzen Buch. Alle die Dinge, an denen das Christentum seine unergründliche Gemeinheit auslässt, die Zeugung zum Beispiel, das Weib, die Ehe, werden hier ernst, mit Ehrfurcht, mit Liebe und Zutrauen behandelt. Wie kann man eigentlich ein Buch in die Hände von Kindern und Frauen legen, das jenes niederträchtige Wort enthält? Um der Hurerei willen habe ein jeglicher sein eigenes Weib und eine jegliche ihren eigenen Mann? Es ist besser freienden Brunst leiden. Und darf man Christ sein, solange mit dem Begriff der Immaculata Conceptio die Entstehung des Menschen verchristlich, das heißt beschmutzt ist? Ich kenne kein Buch, wo dem Weibe so viele zarte und gütige Dinge gesagt würden wie im Gesetzbuch des Manu. Diese alten Graubärte und Heiligen haben eine Art, gegen Frauen artig zu sein, die vielleicht nicht übertroffen ist. Der Mund einer Frau, heißt es einmal, der Busen eines Mädchens, das Gebet eines Kindes, der Rauch des Opfers sind immer rein. Eine andere Stelle. Es gibt gar nichts Reineres als das Licht der Sonne, den Schatten einer Kuh, die Luft, das Wasser, das Feuer und den Atem eines Mädchens. Eine letzte Stelle, vielleicht auch eine heilige Lüge. Alle Öffnungen des Leibes oberhalb des Nabels sind rein, alle unterhalb sind unrein, nur beim Mädchen ist der ganze Körper rein. Ende von Abschnitt 6. Aufgenommen von crowwings.com.